der Stichpunkt Tourismus. Es ist ja so, dass das einzige Thema, was hier jedes Jahr eigentlich wiederkommt, ist der Wasserstand am Biedersee. Dieses Jahr hatten wir ein Ausnahmejahr. Ich glaube, das war schon 10 Jahre nicht mehr so. Es wurde ja viel probiert mit Wassersparmodellen. Wo sind Sie jetzt überhaupt noch Chancen, da anzusetzen, die Touristiker und die Weserschifffahrtsanrainer auf einen Kurs zu bringen? Oder sagen Sie, das geht gar nicht mehr, es ist alles ausgeschöpft? Nein, das muss man immer wieder versuchen. Ich gucke mir das ja ständig an. Ja? Und wir kommen ja auch voran. Es gibt Interessengegensätze, das stimmt, aber die kann man ein bisschen einigen. Und wo wir wirklich gut vorangekommen sind, indem wir die Tickerlinie angehoben haben, ist weniger Wasser abgegangen und das merkt man ja auch. Und ich habe viel Resonanz erfahren, zum einen durch die verschiedensten Initiativen, die es da gibt, die wir regelmäßig schreiben. Und da sind wir also gut vorangekommen. Jetzt muss man mal schauen, wie sich das stabilisiert. Ja. Wir werden an der Oberfläche alles mit Tourismus ja nichts zu tun. Der Lüser See ist grundgelegt, auch gesetzlich, als Wasserreservoir für die Schifffahrt. So. Aber wir sind ja nun weitergekommen. Deshalb großer Fortschritt ist die Tickerlinie und das, was sich da entwickelt hat. Das Zweite ist, wir machen ja hier eine ganze Menge. Erstens mal Werbung für diese Gegend, wo ich bin. Das ist in der Tat tourismusstärkster Kreis. Und das reicht von Willingen, von der Schanze, wo wir Millionen reingehängt haben, bis hin zum Beispiel jetzt in Kürze, wenn es um den neuen Aufzug nach Waldeck geht, da hoch, zur Burg. Da haben wir extra den ganzen regionalen Entwicklungsplan umgestrickt, damit die dort das machen können. Und im Süden haben sie dann von hier, wenn sie so wollen, den Kellerwald, den Nationalpark, was mittlerweile ein Erfolgsprojekt ist. Und daraus wird eine interessante Mischung. Es gibt viel Tourismus hier, finde ich auch gut. Wir werben sehr dafür, wir unterstützen es auch. Und ich freue mich sehr, ich habe vorhin gefragt, gerade in der Corona-Zeit sind ja viele Betriebe hart getroffen worden, dass dieses in diesem Sommer doch deutlich besser geworden ist und viele auch ganz gute Auslastung hatten. So, die Wassersportler, die Segler, was wir sonst so haben, die waren jetzt eigentlich in diesem Sommer gut unterwegs und von daher geht es hier gut aufwärts und das ist eine Region, für die wir zu Recht immer werben. Sie sprachen eben von dem regionalen Entwicklungsplan. Sie meinen da die Seilbahn, die da gebaut werden soll? Ja. Hatten viele in der Region vielleicht schon ad acta gelegt, weil man die Auffassung vertreten hatte, dass das nicht realisiert werden könnte. Jetzt höre ich von Ihnen, es gibt doch noch Chancen. Ja, wir wollen das. Die beiden hier sind ja, Claudia Ravensburg und der Armin, sind ja aufs Engste mit diesen Sachen eingegangen. Man hat, wenn Sie eine Landschaftsentwicklung machen, ja, dann schränkt das in gewisser Weise die weitere Entwicklung ein an bestimmten Punkten, weil sonst die Landschaft zu stark beeindruckt wird. Ja. Wenn Sie jetzt aber eine Seilbahn haben, dann ist es ja nicht sinnvoll, sozusagen auf dem technologischen Stand von Anno Dunemal zu bleiben, sondern das muss modern sein, das muss sicher sein und es ist auch attraktiv. Und genau das haben wir in diesen Plan hineingeschrieben und das wird kommen. Ja, aber der alte Betreiber hat ja noch eine Konzession bis 2032. Kann sein. Und wenn er jetzt moderne Anlagen hat, dann hilft ihm die Konzession nichts mehr, dann braucht er eine neue, aber das wollen wir ja. Sie sprachen vorhin das Marketing an, Edersee bekannter machen. Wir haben hier den Eindruck, dass viele gar nicht wissen, wo der Edersee ist, auch viele aus Südhessen. Wie sieht es denn bei Ihnen im Landtag aus? Die heimischen Abgeordneten wissen, wo die Talsperre ist, aber jetzt warten wir mal auf. Bei den anderen. Das Erste ist, dass alle erstmal verstehen müssen, das ist hier eine ganz besondere Region. Es gehört staatsrechtlich zu Hessen, aber es ist Waldeck. Das ist mal der erste Punkt. Und das, glaube ich, haben schon ziemlich alle verstanden. Bis hin zum Waldecker Lied, das ist ein Exportschlager. So, das Zweite ist, ich überlege gerade, als wir in Arolsen den Hessentag hatten, als wir in Korbach den Hessentag hatten, das waren Magnete, da kamen ja ganz, ganz Hunderttausende. Zum Teil aus Nordrhein-Westfalen, aber eben auch aus ganz Hessen, aus dem Südniedersachsen. Das hat schon viel gebracht. Und im Übrigen, ja, Sie können natürlich sagen, okay, mancher weiß nicht, wo es liegt, aber wenn Sie vom Edersee sprechen, das kennt eigentlich jeder. Ich habe jetzt Menschen getroffen, die sind bewusst, die sind zur Nordsee. Die haben 2 oder 3 Tage hier eingelegt, ganz bewusst.
gerade in dem Sommer, wo viele in Deutschland verreist sind und wussten gar nicht, was es hier so gibt. Ja? Und da hilft natürlich auch so Facebook und was wir sonst noch so alles haben, wo die sich das anschauen. Und hier kann man ja viel machen. Das ist auch eine gute Region für Kinder und Familien. Und dann haben wir ja seit ewigen Zeiten die Diskussion um eine Hessenmarke Tourismus. Ja. Wenn Sie sich mal überlegen, von hier runter an Neckar, das ist eine völlig andere Welt. Eine komplett andere Welt. Hm. So, und umgekehrt. Ja. Sie kriegen hier nur mäßiges Interesse, ob in Lambertheim, in Bensheim, in Heppenheim, in Firnheim, was die da so machen, was im südlichen Odenwald ist, wo der Neckar alles bestimmt. Ja. So, ist eine tolle Region. Umgekehrt hier. Wir haben viele schöne Regionen und deshalb versuchen wir jetzt nicht mit krampfhaft eine Hessenmarke zu strukturieren, sondern wir bleiben bei der Regionalität und stellen die Schwerpunkte heraus. Und das kannst du hier sehr gut. Dass das ein tolles Wintersportloch ist, also Loch im Sinne von, dass da immer schneit, wenn sonst nirgends mehr schneit, das ist mittlerweile ziemlich bekannt. Das bringt natürlich auch das Skispringen, aber eben auch eine sehr starke, sehr differenzierte Gastronomie, tolle Hotels in allen Preislagen. So, und dann haben wir hier das und dann haben wir den Kellerwald und das spricht viele Menschen an. Also mein Eindruck, wenn Sie gefragt haben, ob das in Wiesbaden bekannt ist, ja. Dann sind wir ja schon mal auf der sicheren Seite. Also nicht nur am Edersee, sondern überhaupt ist natürlich die Sorge da, dass es zu einem starken Anstieg kommen könnte jetzt im Winter und dass es noch mal ähnlich harte Beschränkungen geben würde. Wie sehen Sie das? Also sehe ich nicht so. Wir sind natürlich noch nicht durch, aber wir haben überhaupt keinen Anlass für Angst oder Panik, aber natürlich auch keinen Anlass, jetzt völlig sorglos zu sein. Ich schaue mir jeden Tag die Zahlen an, die Zahlen sind überschaubar. Es kann sein, dass wir im Oktober, November nochmal einen Anstieg kriegen. Ich erwarte aber nicht, dass wir einen sehr hohen Anstieg bekommen. Und wir werden auf gar keinen Fall nochmal einen Lockdown machen. Das wird es mit mir nicht geben. Und wir haben jetzt so viele Möglichkeiten geschaffen, wie man auch differenziert dort reagieren kann. Du kannst mit 2G, kannst du dein Lokal aufmachen, dann kommen halt die geimpft sind. So, wer es anders machen will, der muss einen Test mitbringen. Das wird sich nicht mehr ändern. Das werde ich auf gar keinen Fall mehr ändern. Und die Schulen machen wir nicht zu, die bleiben auf und die Kitas bleiben auch auf. 2G ist bislang noch freiwillig, ne? Ja. Soll auch so bleiben? Entscheidet jeder selbst, das bleibt auch so. Okay. Wie wollen Sie denn erreichen, dass die Impfquote noch weiter steigt? Das ist, scheint ja so ein bisschen auf der Stelle zu treten. Ja. Wo ich eigentlich bin, begegnen mir immer die Impfgegner. Relativ laut. Megafon und teilweise sehr aggressiv, gerade eben in Marburg, die waren aber ganz ordentlich. Die Menschen habe ich den Eindruck, ich spreche mit denen, wir tauschen uns aus, aber die erreiche ich nicht. Die sind der Auffassung, dass das alles von Bill Gates gesteuert ist, dass das hinten wie vorne nicht stimmt, dass die Menschen dort nicht mit der Wahrheit konfrontiert werden. Okay, das darf man in einem freien Land. Also müssen wir uns um die kümmern, die noch überlegen oder die sagen, ja, weiß ich nicht. Da sind die Erfolge überschaubar. Wir machen diese kleinen Impfaktionen, wo sie mal 20, mal 30 am Tag finden, aber ist okay. Ich erwarte, dass wir über 70% kommen. Wenn ich die Genesenen dazu zähle, sind wir eh schon weiter. Die werden ja in der Regel nicht dazu gezählt. Wir sind bei den Schülern zwischen 12 und 17 jetzt so bei knapp 40%, die geimpft sind. Da ist also auch noch was drin. Ich nehme wahr, dass die meisten Jugendlichen sagen, ich lasse mich impfen, dann habe ich mehr Freiheiten. Ja. Wir haben bestimmte Bevölkerungsgruppen, dort ist es schwierig. Mhm. Wir haben in den Netzwerken teilweise eine Verhetzung, insbesondere von Frauen, dass sie unfruchtbar werden. Das ist für, das kann man sich ja vorstellen, eine ganz zentrale Herausforderung, eine schwierige Frage für jemanden. Und wenn dann jemand sagt, oh, das will ich natürlich nicht riskieren, und schaut dann Russia Today oder Türkei, dann haben wir genau die, um die es geht. Und dort versuchen wir aufzuklären. Aber es wird in kleinen Schritten nur gehen. Deshalb machen wir diese mobilen Einheiten. Und davon verspreche ich mir auch noch was. Also 70% werden wir erreichen, möglichst noch ein bisschen mehr. Wir müssen jetzt mal gucken, wenn die Tests bezahlt werden müssen, ob sich dann die Dinge noch mal verändert, könnte ich mir vorstellen. Und ich setze auf die Zeit nach den Herbstferien. Ja.
Da wird es nämlich spannend, dann kannst du draußen nicht mehr viel machen. Ja. Da wollen wir mal gucken, ob sich da noch mal einige bewegen. Aber das muss man abwarten. Aber so das Fazit von Ihnen zu erkennen, leichte Entspannung. Oder wir sind auf gutem Wege, aber wir sind noch nicht durch. Okay. Gut, das waren meine Fragen. Ja, ich danke der Kollegin. Ich würde gerne jetzt zur Bundespolitik mal kurz, wir sind ja kurz vorm Endspurt. Jetzt pass mal auf, das sieht aus, als ständig im Keller. Sie fährt keiner hier. Na gut. Herr Bouffier, Wahlkampf, letzter Tag, letzte Züge. Wir haben hier zwei sehr gute Kandidaten, eine junge Kandidatin, die Anna-Maria Bischoff und natürlich den Armin Schwarz, der lange bekannt ist. Nichtsdestotrotz, der Start in dem Wahlkampf war für die CDU etwas holprig, hat unter anderem auch an dem öffentlich ausgetragenen Kandidatenduell zwischen Herrn Laschet und Herrn Söder gelegen. Ist das so? Also der Start in den Wahlkampf war gar nicht schlecht. Wir haben bis vor 8 Wochen, glaube ich, ziemlich deutlich vorne gelegen. Dann wurde es schwieriger. Müssen wir nicht drum herum reden. Wir würden eigentlich eine sehr viel überzeugendere Zustimmung der Bevölkerung haben. Aber das ist jetzt der Blick nach hinten. Das hilft ja niemand mehr. Wir kämpfen jetzt um Platz 1. Da tut sich eine ganze Menge. Das spüren wir ja gerade. Und heute und morgen müssen wir die Sozialdemokraten überholen. Und genau das ist es, weshalb wir auch heute hier beieinander sind. Wir haben gute Argumente und am Ende geht es um eine ganz einfache Frage. Soll das Land nach links oder ganz nach links gehen? Mit flächendeckenden Steuererhöhungen, mit vielem anderen? Oder bleiben wir in der Mitte, maß und berechenbar? Das ist die Kernfrage. Alles andere ordnet sich dem unter. Und deshalb, ich bin zuversichtlich, aber das ist ein Wahlkampf, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Wir hatten einen Rauf und Runter, übrigens für alle Kandidaten. Und das ist die Richtungsentscheidung. Wir stehen vor ganz großen Herausforderungen. Und da möchte ich nicht, dass wir riskieren, so etwas Ähnliches wie eine politische Geisterbahn mit Rot, Rot, Grün. Und wenn Sie eine Mehrheit haben, werden Sie es machen. Und genau das wollen wir nicht. Nichtsdestotrotz, 16 Jahre, einiges ist durchaus liegen geblieben. Corona hat es gezeigt. Wir reden immer noch über Digitalisierung. Die Leitungen reichen noch nicht. Und andere Dinge. Wird sich das dann in 4 Jahren deutlich verbessern? Erstens, wir sind durch Corona besser durchgekommen als fast der ganze Rest der Welt. Zweitens, über Digitalisierung reden wir, das ist richtig. Wir werden aber in Hessen keine 4 Jahre mehr brauchen. In 2 Jahren haben wir alle Schulen angeschlossen, alle Gewerbegebiete. Und wir wollen natürlich auch den Mobilfunk voranbringen. Jeden Tag werden 4 neue Stationen gebaut. Ich denke, dafür brauchen wir keine 4 Jahre. Aber Digitalisierung ist ja viel mehr. Schauen Sie sich mal an, was Sie heute mit Ihrer Zeitung machen. Das machen Sie alles nur noch digital. Und das ist eine Revolution. Und deshalb bleibt es eine Daueraufgabe. Aber das, was Sie gefragt haben, dafür brauchen wir keine 4 Jahre. Ja, aber gerade Behörden und Verwaltung, die hinken doch zum Teil in den Abläufen hinterher. Es wird immer noch Papier verlangt. Das wird auch so bleiben. Naja, also, der RP hat also... ohne Papier, mit Verlaub, geht's ja nicht. Ja, aber der RP hat ja seine Abläufe weitgehend digitalisiert hier, der RP Kassel. Ja. Und dann zum Schluss kommt dann Papier raus. Also passen Sie auf, was wir wollen ist, und das ist eine riesige Aufgabe, über diese gut, in diesem Wahlkampf wird über so viel Unsinn gesprochen. Aber wirklich wichtig ist ganz selten. Das sogenannte Online-Zugangsgesetz, furchtbarer Name, haben Sie, glaube ich, noch nie einen Artikel drüber geschrieben. Schreiben Sie mal, was ist das? Online-Zugangsgesetz bedeutet, wenn Sie samstags nachts um 3 eine Bescheinigung haben wollen über Ihre Geburtsurkunde, wenn Sie eine Bescheinigung haben wollen, dass Sie Ihren Pass verloren haben, das alles soll in 2 Jahren digital möglich sein. Und das ist eine riesige Herausforderung bei 420 Gemeinden und Städten. Große Städte können das leichte, kleine Gemeinden tun sich da schwer. Folglich helfen wir denen mit Hunderten von Beamten und Mitarbeitern aus dem Bereich, die diese Programme zurzeit erarbeiten. Also, man kann sagen, es könnte schneller gehen, aber man muss nüchtern bleiben. Wir sind nicht sozusagen ganz hinten, wir sind aber auch nicht ganz vorne in Deutschland. Aber das ist das, was Armin Laschet meint. Ein Veränderungsjahrzehnt, in dem sich ganz viel verändern muss. So sehr ich Sie beide schätze, ich habe ja gesagt, ich bin mit Ihrem Haus seit 40 Jahren verbunden. Schauen Sie sich doch mal an, was Sie verändert haben.
Und warum haben sie es verändert? Weil es die Zeitung sonst nicht mehr gäbe. So einfach ist das. Und genau das müssen wir auch machen. Und wir müssen dabei die Menschen mitnehmen. Wenn die Menschen ihre Arbeit verlieren, dann ist ihnen der Umweltschutz egal, dann ist ihnen die Digitalisierung egal. Also braucht man einen Transformationsprozess, wo die Wirtschaft boomt, viel Geld einkommt, damit man diese Prozesse unterstützen kann. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber wir sind ganz gut unterwegs und auch darüber wird entschieden. Hi, junge Frau. Na? So. Ja, das ist so ein Haus, wo die ist. Moment. Oh, schön. Oh, kein Problem. Ha! Schön, dass ihr da seid. So. Guten Abend zusammen. Hi. Na, habt ihr euch wieder schön aufgebaut? Ja, hallo. 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 So. Einmal in die Mitte. Okay. Ja, absolut. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Sonntag wählen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland den 20. Deutschen Bundestag. Wir haben heute nochmal gehört, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Deutschland steht vor einer richtungsentscheidenden Wahl und wir werden jetzt nochmal alles geben, um die Wahl für uns am Schluss zu entscheiden. Wir haben uns vor 14 Tagen getroffen in Frankenau, Landemarathon. Ja. Da habe ich gesagt, es ist eine Richtungswahl. Da hat Annemarie Bischof gesagt, nein, noch nicht. Da war der Trend etwas anders. Der hat sich inzwischen deutlich gedreht. Ne? Naja, also, dass es eine Richtungswahl wird, denke ich, ist in den letzten Wochen schon sichtbar geworden. Wir kämpfen jetzt um Platz Nummer 1. Ich bin auch sicher, dass wir das schaffen werden. Jetzt geben wir nochmal richtig Vollgas und in 48 Stunden wissen wir mehr. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, danke. Marc Weinmeister, Stadtsekretär im Hessischen Ministerium für Europaangelegenheiten. Herr Weinmeister, Europa wartet gespannt, wie die Wahl ausgeht. Ja, wir sind für die Europäische Union die stärkste Volkswirtschaft und haben damit natürlich auch das Interesse, dass wir unser Gewicht in Europa einbringen. Und die anderen Staaten schauen auch auf uns. Angela Merkel war in den letzten 16 Jahren ein Garant dafür, dass Deutschland versucht hat, Europa enger zusammenzubinden, Europa voranzubringen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir mit Armin Laschet dort jemanden haben, der selber Europaabgeordneter war, der in einer Grenzregion in Aachen aufgewachsen ist, beziehungsweise dort tätig ist, direkt nach Belgien, direkt nach in die Niederlande. Und der ist jemand, der sehr europäisch denkt und lebt. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir einen solchen Kandidaten haben. Und ich hoffe auch, dass dann der Kurs einem starken Deutschland in einem starken Europa auch fortgeführt wird. Wenn man die ausländische Presse so verfolgt, darauf wartet ja eigentlich die Presse. Es ist eine gewisse Unsicherheit im Moment, wie es in Europa mit Deutschland weitergeht. Sie haben es gesagt, Angela Merkel war die nicht ernannte Führerin der Europäischen Union, hat für vieles gesorgt und gesprochen. Das hat auch wirtschaftliche Auswirkungen in Europa, wie die Wahl ausgeht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit einer Politik, wie Angela Merkel sie in den letzten 16 Jahren gemacht hat und wie Armin Laschet sie weiter fortführen wird, eine Stabilität in Europa weiter voranbringen. Und wir kämpfen in Europa alle mit den Folgen der Pandemie und dann brauchen wir natürlich auch starke Volkswirtschaften, die dann auch die Stabilität für die Zukunft gewährleisten. Und ich halte es für wirklich wichtig, dass eine so starke Volkswirtschaft wie die deutsche Volkswirtschaft mit dem Gewicht in Europa auch stabil weitergeführt wird auf einem Kurs der Mitte und dass wir nicht zu Experimenten kommen. Jetzt haben wir in den USA ein
anderen Präsidenten. Der ist Moderator im Ton, aber genauso hart in der Sache wie der Vorgänger. Frankreich wartet eigentlich auf ein entscheidendes Signal aus Deutschland. Muss Europa, China geht seinen eigenen Weg inzwischen. Muss Europa enger zusammenrücken? Auf alle Fälle. Also das zeigt ja das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich, dass die gesamten Bewegungen in der Welt nicht darauf warten, ob wir in Europa uns einigen oder nicht. Wenn wir uns nicht einigen, wenn wir nicht enger zusammenrücken, werden wir nicht mehr ernst genommen. Wir brauchen gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber China, die gerade versuchen, die Welt für sich neu aufzuteilen, brauchen wir eine starke gemeinsame Stimme Europas. Und das ist sehr wichtig. Von daher hängt davon auch bei der Bundestagswahl viel ab, weil natürlich auch im nächsten Jahr die Franzosen neu wählen, der Präsident wird neu gewählt, die Parlamente werden neu gewählt. Und wir brauchen diese starke europäische Zusammenarbeit, gerade der großen Staaten, aber auch aller anderen kleinen Staaten in Europa. Nur wenn wir zusammenstehen, haben wir eine Chance, uns auch in der Welt so zu präsentieren, dass es in unserem Interesse ist. Vielen Dank. Armin Schwarz, schöne Veranstaltung hier in Ellersen. Rede vom Ministerpräsidenten Volker Bouffier. War es eine Motivation? Ist es eine Motivation? Sind es Bestände? Unbedingt. Der Ministerpräsident hat eine starke Rede gehalten. Der Ministerpräsident hat die Dinge auf den Punkt gebracht. Der Ministerpräsident hat gezeigt, worum es geht. Seine Richtungsentscheidung, die am Sonntag getroffen werden wird. Und jetzt haben, glaube ich, alle die zentrale Botschaft verstanden. Bleiben wir stabil, bleiben wir wettbewerbsfähig, bleiben wir auf dem Pfad der Vernunft. Kommen wir in ein Innovationsjahrzehnt. Mit Innovation und Technologieoffenheit werden wir die Zukunft gestalten können. Als starker Partner in Europa, aber auch als starker Partner in der Welt. Und genau darum geht es. Wir dürfen kein Restrisiko eingehen, dass es zu einem Linksrutsch in diesem Land kommt, mit Rot, Grün und Rot. Genau das gilt es zu verhindern. Nun, vor 14 Tagen sah der Herr auch ein bisschen schwarz aus für die Aufgabe. Inzwischen hat sich der Trend deutlich gefehlt. Stadtsekretär Wallmeister hat sich sehr gut geworden, ein starker Deutschland, das wir haben ein Europa. Eine Grundlage ist die größte Volkswirtschaft in Europa, das ist die Bundesrepublik Deutschland, ist die Wurzel und der starke Partner für europäische Integration. Und genau deswegen hat Staatssekretär Marc Wallmeister auch an dieser Stelle recht. Unbedingt vollständig richtig, nämlich wenn Deutschland auf Schlingerkurs geraten würde, würde Europa auf einen Schlingerkurs geraten. Und das dürfen wir uns auch in einer zunehmend im Wettbewerb stehenden Welt, auch um Gesellschaftsmodelle mit China, mit Russland und anderen Staaten, die komplett anders aufgestellt sind als wir, nicht eingehen. Jetzt sieht es so aus, dass die Wahl sehr knapp gewonnen wird. Das heißt, eine Zweierkoalition, auf der Seite hätte verstanden, wird vermutlich nicht funktionieren. Es muss also irgendwo ein Dreier geben. Was wäre denn die Lieblingskonstellation? Die Lieblingskonstellation ist ganz einfach. Die CDU führt die nächste Bundesregierung. Das ist das Allerwichtigste, dass wir inhaltlich mit der FDP, mit den Liberalen die meisten Schnittmengen, die größten Berührungspunkte haben, ist gar keine Frage. Und wenn ein dritter Partner gebraucht wird und einiges deutet darauf hin, dann wäre sicherlich Jamaika eine Konstellation, die zukunftsfähig ist. Allerdings kommt es natürlich dann konkret auf die Inhalte auch an. Was die Bevölkerung sicherlich nicht
nicht mehr will, ist eine große Koalition. Da haben die anderen die Nase gestellt worden. Ist das Eine große Koalition ist in der Tat immer aus unserer Sicht auch eine Ausnahmesituation gewesen und darf nie auf Dauer schwarz und rot aussehen. Die Einschätzung teile ich. Ich kann mir momentan auch hinsichtlich der Inhalte, die eine SPD vertritt, kaum vorstellen, dass das in irgendeiner Form zusammenpasst. Ein Kanzlerkandidat Olaf Scholz passt überhaupt nicht zu den Inhalten und zu dem Wahlprogramm der SPD. Das Wahlprogramm der SPD ist ein klarer Linksrutsch und wer Olaf Scholz wählt, der wird zum Schluss eine Saskia Esken und einen Kevin Kühnert bekommen. Insofern, Olaf Scholz ist ein Kanzlerkandidat, im Grunde genommen ohne Land, ohne Staat, ein König ohne Land und deswegen muss genau dieses verhindert werden. Sekt. Danke. Gerne. Claudia Rabenberg, die letzten Tage des Wahlkampfs, des kuriosen Wahlkampfs, wie der Ministerpräsident Bürger eben gesagt hat, eine Rede, die da vorne findet, die CDU? Auf jeden Fall. Denn das große Signal der Rede von heute Abend geht da aus, dass der Kampf noch nicht verloren ist und er endet erst am Sonntag um 18 Uhr und deshalb werden wir morgen wieder ausströmen. Ich werde in Bad Wildungen am Marktplatz mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter diskutieren und danach in Frankenberg, um noch zu überzeugen, denn das Signal ist klar, wir haben gute Werte und es geht aufwärts und es wird ein Kopf-ab-Kopf-Rennen sein und da ist der Kampf, glaube ich, wirklich erst dann zu Ende, wenn das Wahllokal schließt. Professor Dahn, sah das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, aber der hat sich gedreht und es geht aufwärts und der Ministerpräsident hat klar gesagt, dass der Kandidat Scholz die bürgerliche Fassade für eine linke SPD ist und da hat er völlig recht, das ist auch meine Meinung und wir kämpfen dafür, dass nicht hinterher das böse Erwachen kommt, was man da alles so gewählt hat. Natürlich Sekt. Danke. Also, Timo Hartmann, Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Die Rede von Volker Bouffier, war das jetzt nochmal so ein Schwung, um die nächsten 48 Stunden Vollgas zu geben? Auf jeden Fall. Also wir geben jetzt nochmal richtig Vollgas bis Sonntagabend 18 Uhr. Aber hier war Olaf Dudek nicht nur die Rede von Volker Bouffier. Wir wissen auch selbst als CDU, dass wir kämpfen müssen und für unsere Inhalte, die wir nach vorne bringen wollen, auch eintreten müssen. Und das wollen wir gerne tun bis Sonntagabend. Denn eins ist ganz sicher, ohne die CDU in der Mitte wird Deutschland Schwierigkeiten bekommen in den nächsten Jahren. Mit Rot-Rot-Grün wäre es ganz fatal, was wir in Deutschland erreichen in den nächsten 4 Jahren. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir für unsere Inhalte, für die stabile Wirtschaft, für eine soziale Wirtschaft, für den Klimaschutz kämpfen und dass wir Sonntagabend genug Wählerstimmen haben, um den Kanzler in Deutschland zu stellen. Nun sieht es ja so aus, vor 14 Tagen sah es ja schwarz für die Schwarzen. Olaf, das ist richtig jetzt gut. Jetzt ist eine Trendwende eingetreten, also wenn man den Augen glauben mag, ist man gar nicht mehr so weit auseinander, aber es wird nicht für eine Koalition mit einem Juniorpartner reichen, man wird sich wohl mit 2 zusammentun müssen. Was wäre denn die Lieblingskonstellation? Eindeutig schwarz als erstes mit grün und gelb. Denn? Also Jamaika. Richtig. Ist auch ein schönes Land, ne? Kann man gut Urlaub machen. Nein, aber wäre auch für Deutschland für die nächsten Jahre die richtige Koalition. Denn auf der einen Seite die Grünen mit ihrem intensiven Klimaschutz, auf der anderen Seite die Liberalen mit ihrer Wirtschaftskraft und Steuerpolitik und die CDU in der Mitte. Die beide Bereiche vereint, wäre für Deutschland genau der richtige Weg, um weiterhin erfolgreich in der Welt zu sein. 26.09.18
du nur ein? Sekt oder Selters? Sekt. Was hat die mitbetrieben? Herr Siebert, ja, die letzten Tage im Bundestag. Und, ein Bundestagsveteran mit langen Jahren, viel Erfahrung, viel auch zusammen mit den SPD-Kollegen, muss man mal sagen, mit der Bundeswehr ging hier Gerd Höfer und Herr Siebert waren hier in der Region das Gespann, das in dem Augenblick zusammengehalten hat, über alle Parteigrenzen hinweg. Darf ich mal erwähnen. Ja, da denke ich auch mit Freude dran. Das war eine gute Zusammenarbeit mit Gerd Höfer. Und ich bin mir sicher, ohne Gerd Höfer und mich gäbe es die Bundeswehr in dieser Intensität in unserer Region nicht mehr. Wir haben Frankenberg erhalten, wir haben Schwarzenborn erhalten, wir haben Fritzlar erhalten. Das war schon toll. Homberg konnten wir nicht erhalten. Wer ist noch verloren gegangen? Und Dreiser konnten wir nicht erhalten. Sonst war das eine gute Zusammenarbeit. Von 94 an waren wir im Bundestag, aber die Zusammenarbeit auch mit dem Edgar Frank hat gut funktioniert. Und ich gehe mit einer gewissen Wehmut, aber auf der anderen Seite sage ich auch, es ist auch Zeit, nach so vielen Jahren, man muss auch loslassen können. Und deswegen bin ich also nicht unzufrieden mit der Situation im Moment. Wir haben jetzt die junge Nachfolgerin, die ausgesprochen intelligent und gut ausgebildet ist. Ja. Ich bin der Abgang nicht ganz so schwer. So ist es und ich bin auch richtig stolz drauf, denn die macht einen außerordentlich guten Wahlkampf und kommt auch bei den Leuten gut an. Ich höre das immer wieder, dass die Leute beeindruckt sind von ihr. Und der Edgar Franke ist nervös geworden. Er ist nervös geworden und das ist ja gut so. Die Rede von Volker Bouffier, hat das jetzt nochmal in den nächsten 48 Stunden so einen Kick nach vorne gegeben für die CDU? Naja, wir haben ja ein Auf und Ab hinter uns gebracht in den letzten Wochen. Die Stimmung, die ich erlebe draußen, ist eine andere, als die Zahlen es widerspiegeln. Sie ist besser, die Stimmung bei den Leuten. Deswegen gehörte ich nie zu denen, die geglaubt haben, dass wir schon die Wahl verloren haben. Und ich habe eben eine Meldung erhalten, dass die beiden großen Parteien etwa gleich groß sind, um die 26% beide. Und ich glaube, übermorgen werden wir als CDU letztendlich die Nase vorn haben. Aber es ist ein harter Kampf gewesen und es sind viele Enttäuschungen da gewesen, was ich auch nachvollziehen kann. Aber die Menschen haben, glaube ich, erkannt, dass wenn dieses Land von Rot-Rot-Grün geführt würde, dass das nicht nur Deutschland verändert, sondern ganz Europa. Und das kann kein vernünftiger Mensch wollen. Und deswegen werden viele, glaube ich, am Sonntag doch zum Schluss, vielleicht mit geballter Faust, aber sie werden CDU wählen. Und dadurch werden wir die stärkste Fraktion. Was der Wähler bestimmt nicht mehr will, ist eine große Koalition. Das ist wohl so. Es ist aber so, dass es CDU oder SPD nicht mit einem zusammen eine Koalition eingehen können. Was wäre denn eine Wunschkoalition des alten Bundestagsschlachtbosses Bernd Siebert? Ja, also ich bin ja immer jemand gewesen, der gesagt hat, die Bürgerlichen müssen zusammenhalten, das ist FDP und CDU. Ich hätte auch Freude gehabt, wenn wir das letzte Mal nicht in eine große Koalition gezwungen worden wären, durch den Rückzug der FDP bei den Koalitionsverhandlungen. Wenn wir das, was wir damals wollten, jetzt umsetzen können, dann ist das, glaube ich, eine gute Lösung für Deutschland. Also CDU, CSU, FDP und die Grünen. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass sie im Bundesdurchschnitt unter 5% bleiben. Das heißt, die kommen nur mit ihren Direktmandaten rein. Dann sind es
natürlich unter die CDU etwas anders. Also bisher war es ja in der Vergangenheit immer so, dass die CSU sowieso immer nur die Direktmandate in den Bundestag gebracht hat, hatte keine Listenmandate. Insofern ist das hat das keine Auswirkung auf die Stärke. Aber ich bin fest überzeugt davon, dass die CSU in Bayern so viel Stimmen kriegt, dass sie oberhalb 5% kommt. Herr Sieber, vielen Dank. Achso, eine Frage noch. Ja, bitte. 26.9.18 Uhr, Sekt oder Sekt? Sekt. Danke.